Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, dir geht es phänomenal, Macher. Außergewöhnlich gut. Willkommen beim Tisch der Wahrheit, bei dem wir nur über die Wahrheit sprechen werden. Und es gibt eine Unwahrheit da draußen, die viele Männer glauben. Und zwar, sei du selbst. Aber das ist absoluter Bullshit. Die meisten da draußen, wenn sie irgendwelche Dinge durchmachen, wenn sie verlassen werden, abgelehnt werden oder sonstiges passiert, als Männer hören folgende Sache, sei du selbst. Und dann wird schon klappen. Das Problem ist, wenn du selbst bist, aber vollkommen am Arsch bist, wenn dein Kopf kaputt ist, wenn du den ganzen Tag lang nur vor Netflix sitzt, Pizza frisst und nichts tust und vollkommen bankrott bist und am Arsch bist, dann sei auf keinen Fall du selbst. Auf keinen Fall. Und hier ist die Frage, wenn deine Frau das tun würde, wenn sie vor Netflix sitzt, 150 Kilo wiegt, 200 Kilo wiegt, den ganzen Tag nur Pizza isst, faulenzt, keinen Bock hat zu arbeiten, irgendwas zu machen oder sonstiges, den Haushalt nicht schmeißt, alles dreckig ist, würdest du ihr ebenfalls sagen, sei du selbst? Würdest du nicht. Warum? Weil es nicht darum geht, du selbst zu sein. Wenn du selbst bist, bist du am Arsch. Stell dir vor, deine Frau macht das. Deine Partnerin, die Person, die du ins Leben gezogen hast, sitzt den ganzen Tag lang nur vor Netflix und zieht sich irgendwelche Sachen rein und faulenzt. Und du denkst dir, ja, sie muss einfach sie selbst sein. Ich muss sie nehmen, wie sie ist. Ich muss sie so akzeptieren, wie sie ist. Und all das. Dann wird Folgendes passieren. Tief im Inneren wünschst du dir eigentlich was anderes, weil sich tief im Inneren all das dagegen sträubt. Tief im Inneren fühlst du, so sollte es nicht laufen. Das ist nicht das, was ich eigentlich will. Aber du hältst den Mund und sagst gar nichts. Und bist einfach still und verweilst in Unglück und leidest und bist unzufrieden. Zweite Option, du verlässt sie einfach. Du tust so, als wäre alles perfekt, als würde alles gut laufen, bis du irgendwann sagst, weißt du was, ich will nicht mehr. Oder sie verlässt dich, weil du die ganze Zeit nur faulenzt und chillst. Und nichts machst, du selbst bist. Oder Punkt 3, ihr arbeitet an euch. Ihr arbeitet konstant, nonstop an euch. Ihr sagt euch, wenn ihr euch nicht gefällt. Und das in einem vernünftigen Ton. Nicht in Drama oder sonstigem. In einer vernünftigen, respektvollen Art. Das ist die Art und Weise zu kommunizieren. Denn wenn du glücklich sein willst mit deinem Geist, einen starken, scharfen Geist haben willst, einen starken Körper haben willst, deine Beziehungen meistern willst, deine Zeit meistern willst, sei auf keinen Fall du selbst. Das ist die dümmste Idee, die es gibt. Sei auf keinen Fall du selbst. Um Gottes Willen, bitte nicht. Sei die beste Version von dir selbst. Strebe konstant, nonstop danach, die beste Version von dir selbst zu sein. Und nichts darunter. Und ich höre immer wieder, warum soll ich mich besser kleiden, mir Parfüm auftragen? Warum soll ich irgendwelche Tests von Frauen bestehen? Warum? Darauf habe ich gar keinen Bock. Darauf habe ich gar keine Lust. Okay, dann sei einfach du selbst. Bleib einfach da, wo du bist. Warum muss ich an meinem Körper arbeiten? Sie muss meinen Bauch nehmen, wenn sie mich wirklich liebt. Bullshit. Bullshit. Wenn du das denkst, wirst du entweder alleine sterben oder du besorgst dir einen Hund. Denn wenn du wirklich die ideale Partnerin oder den idealen Partner als Frau in dein Leben ziehen willst, sei nicht du selbst. Pass dich an. Denn diese Welt gibt vor und du musst nachgeben. Und wenn du bereit bist, nachzugeben, wenn du bereit bist, dich anzupassen, dann wirst du überleben und gewinnen. Es ist nicht der Stärkste, es ist nicht der Intelligenteste, der überlebt. Es ist der Anpassungsfähigste. Also hör auf, du selbst zu sein und fang an, dich anzupassen. Fang an, die beste Version von dir selbst zu sein. Du selbst bist nämlich nicht die Suppe. Du selbst bist derjenige, der die Zutaten in die Suppe tut. Und wenn du Tomatensuppe willst, wenn du eine wundervolle, glückliche, zufriedene Beziehung haben willst, glückliche Kinder haben willst, und wenn du finanziell unabhängig sein willst, finanziell stark aufgestellt sein willst, wenn du all diese Dinge willst, einen starken Körper, einen scharfen Geist und all das, wenn du diese Suppe willst, musst du auch die Zutaten reintun. Wenn du aber stattdessen du selbst sein willst, wenn du eigentlich Tomatensuppe willst, aber die ganze Zeit Kohlrabi reinwirfst und hoffst, dass Tomatensuppe rauskommt, wird es nicht klappen. Wird es nicht. Wenn du als Kohlrabi nicht passt in diese Suppe, passt du nicht in diese Suppe. Das musst du verstehen, weil es in dieser Welt Ursache und Wirkung gibt. Ganz einfach. Das heißt, damit du wirklich Erfüllung im Leben findest, sei nicht du selbst.